Ja, Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Dirt Rally. Und ja, es geht weiter. Das letzte Rennen ist da. Und ja, auf geht's. Ah, ich bin so ein Idiot. Und ich habe es wieder mal verplant, bevor ich den Cut gemacht habe, auf A zu drücken, damit wir schon mal die nächste Strecke laden können. Naja, da kann ich noch mal ein bisschen was erzählen. Also wir werden mal gucken. Wir werden jetzt erstmal das Rennen machen natürlich. Danach gucken wir mal, welcher Platz es ist, wie viele Credits wir bekommen, wie viele Credits wir dann haben, ob wir denn schon für die nächste Klasse uns ein Auto kaufen können oder wie genau das aussieht. Mal gucken. Und ja, wäre schön, wenn ihr mir da ein bisschen jetzt die Daumen drückt, das nächste Rennen. Und na, mal gucken. Ja, ich glaube, Gesamtdritter werden wir dann am Ende nicht. Geht, glaube ich, gar nicht mehr. Aber Platz 4 ist eventuell noch drin. Mal gucken, ansonsten wird es halt der 5. Ah, wäre nicht so schön, aber naja, was soll's. Wir geben uns Mühe und passt schon irgendwie. Ja, Nase ist immer noch ein bisschen voll, ein bisschen zu. Und das, obwohl das Wetter gerade halt richtig gut ist. Aber naja, was will man machen? Geht schon irgendwann weg. Und dann ist hoffentlich dann mal Sommer. Wäre mal ganz schön. Oder es reicht ja schon, wenn es Frühlingstemperaturen sind und nicht immer dauerhaft irgendwie so zwischen 4 und 5, 6, 7 Grad so um den Dreh. Nervt doch schon so ein bisschen. So, kann es dann jetzt mal endlich losgehen? Meine Güte, ja, ich vergesse es nicht nochmal wieder. Ich verspreche es euch, beim nächsten Mal geht es dann direkt beim Start los, ohne dass wir uns hier nochmal diesen Ladebildschirm in der Qualität eines Sims 3 anschauen, wo es ja auch immer minutenlang dauert, bis da irgendwas passiert ist. Boah, so, jetzt aber. Auf geht's! 3, 2, 1, Start. 60 über Kuppel. Achtung, links halten über Kuppel bergab, in rechts 4 lang, in links 1 lang. Nein! Direkt so ein Scheiß! Ja, genau, wir kommen da nicht mehr rückwärts raus. Ist klar. Naja gut, ein paar Credits kostet uns jetzt das, aber was soll's. 60 über Kuppel. Achtung, links halten über Kuppel bergab. Ja, und die Kühlung ist schon richtig im Arsch. Aber gut, ist ja auch jetzt letztes Rennen. Die hat ja schon ordentlich was mitgemacht. In rechts 6. In links 6 über Wellen. In rechts 4 verläuft über Kuppel. In links 6, 60 über Kreuzung. Links 1, 40. Rechts 2, nicht schneiden, hängt nach außen. In links 6. In Achtung, rechts 6, sofort kehre links. In links 4 lang. Oh, die erste Zwischenzeit sieht gut aus. Vielleicht wird sogar eine Führung. Rechts 6, nicht schneiden. Vielleicht aber auch nicht, aber wir sind nicht so weit weg. Mich schneiden, hat er doch gesagt. Mann, was mache ich denn? Achtung, rechts 5, in links 3, eng über Kuppel. Rechts 6, Kuppel 130. Rechts 6, in Vorsicht, links 6, mittig halten, übersprungen. In rechts 4 lang. In Achtung, links 6 lang. Über Kuppel, Sprung. Rechts 5 und rechts 5 lang und links 6 lang über Kuppel. In rechts 6 halb lang. Durch Tor, Kuppel und links 5 lang. In rechts 4, 40 Tor. Rechts 6, 40. Links 6. In rechts 3 lang, 40. Rechts 5 über 80 über Kuppel, mach zu bis 3. In links 5 über Kuppel, macht zu bis 4.
Rechts halten, vielleicht Sprung. Links 6, rechts 6. Links halten, über vielleicht Sprung. Rechts 5 lang, in Achtung, links 6, großer Sprung. Rechts 4. Links 6, 40, Welle. Rechts 3 lang, über Kreuzung, in links 6, Kuppelsprung. Rechts 5 lang, 60. In links 4 lang, innen halten. In Achtung, rechts halten, über Sprung, links 6. In rechts 2 lang, in links 3 lang, in rechts 6 lang. In rechts 3, links 6. Rechts 4, Kuppe. Links 4 lang, innen halten, 100. Links 4 lang, in rechts 1 lang, 60. Kehre rechts. In links 2, mach zu bis 1. Ganz gutes Rennen eigentlich bis hierhin, ne? Der Rückstand eventuell auch nur knapp über 20. Ja, eine ganz gute letzte Etappe. Mal gucken, was letztendlich hier passiert. Ja, Demir, der ist ganz knapp hinter uns, der wird aber vor uns denn da sein. Krall, bei dem ist nochmal die Feder gebrochen. Meine Herren, der hat hier nochmal richtig Rückstand bekommen, aber reicht trotzdem für ihn, Dicke, und auch für Demir. Also, wir gucken mal auf das letzte Tableau und wir haben eben schon gesehen, Platz 5 ist es nur geworden. Also, Demir vor uns, Krall vor uns, Nien ist vor uns. Das ist bitter, denn der Gusens. Nee, wer ist denn hier? Waren wir tatsächlich? Nee, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Scheiße, ja, wir haben auf jeden Fall alles verloren, was wir hätten verlieren können. Sehr ärgerlich. Schade, schade, schade. Ja, ich glaube, der Demir, der war ja sowieso relativ weit vorne und der Krall und Nien. Die sind an uns vorbeigezogen. Das ist sehr schade. Fünfter Platz. Naja, was will man machen? Beim nächsten Mal wird es hoffentlich besser. So, wir werden mal in die Meisterschaften reinschauen. Ja, es gab noch, seitdem ich das Spiel gespielt habe, gab es noch keine Patch oder sowas. Und ja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die 1980er. Die haben einen Heckantrieb. Das ist dann ja, direkt ein bisschen unangenehmer. So, schauen wir mal, 295 PS, 301 PS. Ja, können wir uns beide nicht leisten, ne? Ist ja super. Und hier, die werden nicht günstiger. Okay, das heißt, wir dürfen nochmal ran. Ich guck gerade mal, gucken wir mal hier auf die Upgrades. 230 PS. Also, wir könnten den Lancia Stratos mal testen. Oder Geld sparen, ne? Die Frage ist, wie können wir hier noch was verdienen? Ohne Meisterschaft. Wir können ja mal gucken, gibt's hier eigentlich, was hat das mit den Online? Aha, werden vom RaceNet abgerufen. Dirt Daily Life. Monatliches Event. Wöchentliches Event, auch cool. Dirt Daily Life. Ja, warum denn nicht? So, jetzt machen wir das einfach mal. Mal schauen, was es damit auf sich hat. Vielleicht können wir so ja auch ein paar Credits dazu gewinnen. Wäre ja schön. Ist ja auch scheiße, wenn wir jetzt wieder ein neues Auto kaufen. Oder mit dem gleichen Auto nochmal die Meisterschaft, die wir gerade abgeschlossen haben, nochmal machen müssen. Und wenn wir jetzt ein ganz neues Auto kaufen, dann fehlt uns dann wahrscheinlich danach dann wieder die Kohle für die nächste Klasse. Weil die Autos ja auch immer teurer werden.
Aber so tägliche Events und so ist ja auch nicht schlecht. Warum nicht? So, dann wollen wir mal gucken. Die Konkurrenz ist wahrscheinlich richtig stark. 5, 4, 3, 2, 1, Start. 60, Kuppe rechts 6. In links 5. In rechts 4 halb lang. In links 4 lang. Boah. Rechts 3. Und das Auto ist auch ganz schön schnell. In links 6, Kuppe. In links 5 über Kuppe, macht auf, Kuppe, macht zu. Rechts 4, nicht schneiden. 100. Links 1 lang, Kuppe. In rechts 3 lang. In rechts 1. In links 6 über 80, kleine Kuppe. In rechts 6 lang. In links 6 lang über Welle, Kuppe 80. Rechts 5 halb lang. Und links 4 60. Rechts halten über Kuppe. Ah. Links 1. Nein, nein, nein. Bis hierhin war es ganz gut eigentlich. Ich meine, dafür, dass wir es jetzt das erste Mal mit dem Fahrzeug und diese Strecke hier haben. Links halten über Kuppe. In rechts 6 über Kuppe vielleicht Sprung. 80. Links 6. In rechts 5 macht zu bis 2. In links 5 über 80. 80, 60, 60, Kuppe. Leichter Fehler wieder. Rechts 6 lang, verläuft über Kuppe, vielleicht Sprung, 80. Rechts 5 über Kuppe, vielleicht Sprung, nicht schneiden, 60, verengt sich. Links 5 halb lang, 60. Ja, das war scheiße. Aber wir kommen hier sogar raus. Rechts 5 halb lang, macht zu bis 3. Lang, nicht schneiden, 80. Ja, jetzt machen wir doch... Oh, was war das? Wie hat das jetzt... Okay, fragt mich nicht, was das jetzt... Wie das jetzt passieren konnte. Aber kacke ist es schon. Ja, jetzt ist ja auch spätestens dann die... Zeit völlig hinüber. Also wir fahren das mal zu Ende, weil mich das mal so interessiert, ob man danach mal eine Rangliste oder sowas sieht. Links 6. Aber ansonsten machen so diese Online-Events, die Dailies, die wöchentlichen und die monatlichen für so Casual-Spieler wie mir eigentlich wenig Sinn, weil da sind die Cracks, die da wirklich den ganzen Tag immer nur diese eine Strecke fahren, um sich doch nochmal ein paar Hundertstel und Tausendstel ja, oder Zehntel Sekunden zu verbessern. Da habe ich nichts verloren. Bei F1 schon eher, aber hier, das ist nicht so meine. Achtung, langsam, große meine Stärke. Links 5. Und links 5 macht zu bis 3, nicht schneiden, 100. Achtung, rechts 5 lang, verengt sich, nicht schneiden. Ah! 3 nicht schneiden, durchsenke. Ja, es ist immer schön. Ja, ist egal. Auf die Zeit kommt es jetzt nicht mehr drauf an. Einfach nur so, um mal gemacht haben. Links 1 halb lang, nicht schneiden. Rechts 6, 60 Welle. Aber das Auto ist natürlich ein ganz schönes Biest. Der hat echt Dampf. Und links 2 halb lang, nicht schneiden, 60. Links 6. In rechts 5 lang. In links 5 halb lang verengt sich. In rechts 5 60. Rechts 6 über Welle 60. Links 6. Rechts 5 halb lang 80 über 2 kleine Sprünge. In Achtung, rechts 4 nicht schneiden. Links halten über Kuppe. 130. Links 2 macht zu bis 1. Nicht schneiden. 80. Rechts 6, 120. Rechts 6, 60. Rechts 4, halb lang. In links 5, 60, Kuppe. So, spätestens jetzt ist der Spaß vorbei. In rechts 3 lang. In links 2, halb lang, nicht schneiden. Rechts 6, lang, 80.
Links 6, 80 über Kuppe, vielleicht Sprung. Links 6, 60. Rechts 2, über 100. 60. Links 4 lang. 100. So, aber noch ist der Reifen auf der Felge zumindest so ein bisschen. Achtung, rechts 3 halblang verengt sich. In links 6 halblang nicht schneiden. 80 Kuppe. Und da haben wir den Totalschaden. Das ist ja super. Na, klasse. Ergebnis wird hochgeladen. Na, das ist ja ein super Ergebnis hier mit ausgeschieden und so. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das Event jetzt schon so freigeschaltet ist, dass man hier sich mit allen messen kann oder nur mit seinen Freunden. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber... Schnellauswahl, Details. Weiß ich nicht. Promo-Wochenende. Garage. Autos verkaufen können wir auch nicht, um uns wieder so ein paar Credits zurückzuholen. Doof. Naja, wir werden mal gucken in der nächsten Folge, wie wir es machen. Ansonsten fahren wir nochmal irgendwie die ja, 70er Meisterschaft mit einem anderen Auto oder mit dem gleichen Auto vielmehr, um uns die Credits zu sparen. Und ich sag erstmal danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Dirt Rally. Macht's gut, bis dann, tschüss.